Hallo Kinder. Ein nettes Publikum. Aber leider habe ich euch heute nichts zu bieten. Ich bin Chordirigentin, aber keiner singt mehr. Dabei ist es irgendwie sowas Tolles. Wort und Musik in einem. Ohne Instrumente und gesund ist es gesund. Die wichtigsten Muskeln werden dabei trainiert. Die lebenswichtigen. Das Herz zum Beispiel. Zum Singen braucht man Kondition. Man kann aber richtig aus der Atem kommen. Glaubt ihr nicht? Dann habt ihr noch nie richtig gesungen. Und der zweite wichtige Muskel, den ich meine, ist auch Schlaf und Schlaf, wie bei den meisten Menschen unserer modernen Zivilisation. Er steht für Lebenskraft und Vitalität. Vitalität. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Wahrscheinlich kennt ihr Bio-Vital, Vitakraft oder Vitamat aus der Fernsehwerbung. Aber der, den ich meine, wird vom Fernsehgucken besonders schnell schlafen und vom Computerspielen. Sport treiben wäre nicht schlecht, oder? Singen. Das trainiert ihn und zum zentralen Lebensmuskel. Das Zwerchfell. Mit CH, nicht mit G, obwohl es bei den meisten von euch bestimmt schon zwergenhaft geschrumpft ist. Für die Atmung ist es zuständig. Und die ist ja wohl lebenswichtig, oder? Tief durchatmen müsst ihr. Da merkt ihr vielleicht, wo es ist oder wo er sein sollte. Der Motor des Lebens. Hier in der Mitte. Er saugt die Luft an. Die Lunge ist ein echt schlaffer Sack. Ohne das Zwerchfell ist sie komplett aufgeschmissen. Wie ein Staubsauger, also ohne Sauger. Glaubt ihr nicht? Seid ihr bereit für einen kleinen Test? Na gut, dann steht mal alle auf. Alle auf, den Luft kommt. Also als erstes lassen wir mal alles aus der Lunge heraus, was sich so den ganzen Tag über das angesammelt hat. Staub und Mie, Auspuffgase. Ich mache es vor. Ausatmen. Warten und tief durch die Nase einatmen. Dort wird die Luft gefiltert, angefeuchtet und vorgenommen. Die Schultern dürfen sich dabei nicht heben. Die Luft muss bis in die letzten Zirkel der Luft vordringen. Und der Bauch kommt dabei nach vorne raus. Legt eine Hand auf den Bauch. Dann merkt ihr es. Oder wir hecheln wie ein Hund. Dann merkt ihr, wie es arbeitet. Das wird Muskelkater. Echt? Aber vor, manche sagen, ein Sauerstoffschock, der damit verbunden ist. Also los, noch einmal von vorne. Ausatmen, warten und tief durch die Nase einatmen. Warten und ausatmen. Warten, bis ihr das Bedürfnis zum Luft holen habt und tief durch die Nase einatmen. Als würdet ihr eine Natur nutzen. Und jetzt könnt ihr anfangen zu singen. Ein altes Volkslied zum Beispiel. Am Bund vor dem Tor, kennt ihr das alle? Also los. Thank you.
Thank you.
Papa, Junge, jetzt lass uns bitte in Ruhe. Ich muss noch schnell ein paar ganz wichtige Unterlagen, bevor es zu Gäste kommt. Papa, geh auf dein Zimmer und nerv dich nicht. Hast du überhaupt deine Schulaufgaben schon gemacht und komm ja nicht mehr mit einer 5 nach Hause. Wo sind denn diese verdammten Belege von Kurt und Gerd, die ich bei der Steuer mit einreichen wollte? Ich mach zwar belegte Brote, aber deine verdammten Belege sind da nicht drauf. Für solche Dinge kümmere ich mich nicht. Du räumst aber immer alles weg. Weil du immer alles liegen lässt. Und überhaupt, tu mal mit deinen Steuerbetrügereien. Irgendwann landest du auch mal im Knast, wie dieser Graf. Du spinnst doch, welchen Grafen meinst du überhaupt? Na, der Vater von dieser Deo-Nudel, Steffi. Der ist doch schon längst wieder draußen. Außerdem brauchen wir das Geld, der hat sicher ein Kind. Du konntest dir ruhig mal ein bisschen mehr Zeit für den Jungen nehmen. John, John, bitte nerven Sie, geh zu deinem Vater. Ich muss noch ein paar Vorbereitungen für unseren Besuch treffen. Hast du überhaupt schon dein Zimmer aufgeräumt? Ja, Mama, schon 4-mal. Dann geh und übe Klavier. Mindestens eine halbe Stunde, aber nicht zu laut. Okay, aber könntest du vorher meine Mathearbeit? Nein, im Moment leider nicht. Jeder hat seine Verpflichtung und jetzt geh und spiele Klavier. Du hast sie weggetan, ich weiß es genau. Wahrscheinlich liegen sie schon längst in der Mülltonne. Du spinnst ja echt. Lass das jetzt, sie kommen gleich. Geh endlich in den Keller und hol den Sekt. Beeil dich, Mann. Ist ja schon gut, immer muss ich alles machen. So, das wird ja wohl reichen. Hoffentlich fallen sie nicht wieder wie die Tiere über die Lackschlitten her. Hallo, kommt da rein. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Hallo, Susanne. Schön, dich mal wieder zu sehen. Hallo. 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 Hi. Wo ist denn Siggi? Der wird noch zu tun haben, wie immer. Der ist im Keller den Sekt holen. Ich weiß auch nicht, wieso das so lange dauert. Nimm doch schon mal Platz. Na, wie sieht's denn aus, Susannchen? Wollen wir nicht dieses Jahr FKK-Urlaub machen? Aber das geht doch nicht, wegen dem Jungen. Wie oft soll ich dir das denn noch sagen? Der ist doch erst 11. Wegen dem Jungen. Ich hab's dir immer gesagt. Schaff dir keine Kinder an. Sie kosten nur Zeit und Geld, sind lästig und nerven ständig. Und das Schlimmste, die persönliche Freiheit ist im Arsch. Lass das! Ja, versteh. Du weißt, ich hätte gerne Kinder gehabt. Kinder? Auch noch Kinder? Siehst doch, ein Kind ist doch schon die Hölle. Aber Gerd. Kinder? Was ist denn das? Kennen wir nicht, haben wir nicht, wollen wir nicht. Nicht wahr, Hasi? Ja, Schatzi. Das Problem haben wir gleich nach der Hochzeit für alle Fälle weggeschafft. Schnipp, schnapp, Dings ab, Dingsbums, durchgetrennt. Ihr wisst schon, was ich meine. Und in Urlaub fahren wir ständig. Australien, USA, Südsee, was ihr wollt, gell, Schatz? Genau so ist es. Ooh la la.
Mit dem Lied Piep, 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 ich hab euch lieb. Los, fang an zu singen. Piep, Piep. Junge, was ist denn mit dir passiert? Bist du im Schwimmbruch? Quatsch, wie alt ist er denn? 9 oder 10, glaube ich. 11, du Schlappkopf. Letzte Woche ist er 11 geworden. So eine Blamage. Geh in dein Zimmer, lass dich hier nicht mal blicken. Ich verstehe das nicht. Warum kann der Junge nicht mehr singen? Das kommt alles von der Umweltverschmutzung. Die schlägt sich jetzt auf die Stimmbänder. Das mit der Umweltverschmutzung ist doch alles nur Panikmache. Meine Umwelt ist sauber und keimfrei, weil ihr keine Kinder habt. Quatsch, ich muss jeden Tag putzen. Und wer findet noch ein kleines Staubkörnchen? Musstest du nicht letzten Monat eine satte Geldstrafe bezahlen, weil du das Lackfarbe und Gulli gekippt hast? Na und? Man kann auch das Zeug nicht in der Garage stehen lassen. Das stinkt doch ganz fürchterlich. Ich verstehe das nicht. Was bloß mit dem Jungen passiert? Wisst ihr übrigens, warum es mehr Frauen auf der Welt gibt als Männer?
weil es mehr zu putzen gibt, als zu denken. Hallo, liebes Publikum. Keine Angst, ihr müsst nicht mehr singen. Na, ahnt ihr schon, warum keiner mehr singt, wenn ich dirigiere? Stress und Leistungsdruck, keine Zeit für Kinder. All das sind schlechte Voraussetzungen für künstlerisches Tun. Und Singen ist eine Kunst. Mit Herz und Gefühl muss man dabei sein. Um es mit den Worten der Gesangslehrerin Eva Strittmatter zu sagen, wenn einer singt, soll er nicht nur mit seiner Seele singen. Dass er mit seiner Stimme singt, versteht sich von allein. Es muss so sein, als hätte er für dieses Lied gelebt, für diesen Augenblick, in dem er singt. All seine Körperzellen müssen klingen. Verschleudert ist er sich. Wenn einer singt, er muss der sein, der sich aus eigener Kraft vom Boden erhebt. Wenn einer singt, muss er singen gegen die Schwerkraft und gegen den Tod. Ach ja, heute hat mal wieder keiner Zeit für mich gehabt. Mama nicht und Papa auch nicht. Und keiner hat meine 5 unterschrieben. Ah, mein Arm juckt schon wieder so. Und mein Hals. Ich habe mich schon wieder ganz hochgekratzt. Aber auch das haben sie nicht bemerkt. Ich muss unbedingt zum Arzt. Nico muss zum Arzt. Hoffentlich habe ich heute Nacht nicht wieder diesen schrecklichen Albtraum. Hallo Leute. Hallo Kinder. Wisst ihr, wer ich bin? Na klar, ich bin der Sandmann. Ihr wundert euch wohl, dass ich so groß bin. Und jede Menge Sand habe ich dabei. Lauter verschiedene Sorten. Hier zum Beispiel der Sand für Tiefen, für Ästenschlaf. Das ist der Sand für Schlafwandeln. Und das ist der Sand für Albträume. Gefahrenstufe 1 und Gefahrenstufe 2. Dann gibt es noch Sand für süße Träume. Welchen nehme ich bloß heute für unseren kleinen Freund? Sein Gesicht sieht ziemlich verkrampft aus. Hat er vielleicht ein Problem? Könnt ihr mir das sagen? Ja? Dann nehme ich am besten den problemlosen Traumsand. Hier, ein kleines Säckchen. Ist nicht mehr viel drin, aber für heute reicht's noch. So, jetzt singe ich noch ein Lied für den kleinen John und natürlich auch für euch. Thank you.
So, jetzt noch die Sanduhren drehen. Wenn sie abgelaufen sind, ist der Traum zu Ende. Passt genau auf und gebt dem kleinen John ruhig einen Tipp, wenn sein Traum zu Ende geht. Ich muss jetzt weiter meine Arbeit machen. Tschüss! Come back, 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 come back
in diesem Traum kann ich singen. Das hat der Sandmann gesagt. Bis die Sandbohnen abgelaufen sind, soll mein Traum dauern und dass meine Wünsche wahr werden und dass ich wieder singen kann, wenn ich nur wieder singen könnte. Hey Junge, was ist los mit dir? Lass dich nicht so hängen. Komm, sing und tanz mit mir. Aua, du stehst ja. Bist du etwa ein Igel? Schlaues Kerlchen, wie bist du bloß darauf gekommen? Ich bin ein Igel, hat er toll erkannt. Aber ich bin ein besonderer Igel. Hört nur gut zu. Was für einen Klienten? Jemanden, der auch seine Stimme sucht.
Und gut sieht die aus. Hallo Elvis, du bist ja auch im Dienst. Hi Whitney, ich habe meinem kleinen Freund schon was von dir erzählt. Kannst du uns mal was vorsingen? Klar doch, aber hoffentlich hört er überhaupt zu. Er scheint ja ziemlich beeindruckt von Celine zu sein. Celine, schöner Name. Nun schaut euch das doch mal an. Komm, Whitney, sing ein Lied für die beiden. Los, lasst uns gemeinsam auf die Suche gehen. Wo findet man seine Stimme wieder? Wo liegen die Töne haufenweise nur so rum? In der Musikschule, im Opernsaal oder im Konzertsaal vielleicht? Wisst ihr überhaupt, was eine Oper ist? Ja. Wenn so eine dicke Frau hinter so einem dünnen Baum steht und singt: So hoch bist mein Geliebter. Ach Elvis, du bist wie immer so nett zu mir. Aber ganz so Unrecht hat er natürlich nicht.
Also, mal im Ernst. Wo fangen wir an zu suchen? Wen können wir fragen? Hast du Töne? Vielleicht Anton aus Tirol. Wer ist Anton? Und überhaupt, wer bist du? Ich heiße Gildo. Gildo Hornmann. Ich suche auch meine Stimme. Wir suchen einen Ton. Warum fragen wir nicht einfach den Fußballer Olaf Ton? Nein, nein, Kinder, hört auf mich. So war ich in unserer Nightingale-Nase. Es ist kein Wunder, dass ihr nicht mehr singen könnt. Ihr seid lästig und unerwünscht. Niemand kümmert sich um euch. Mutter Erde hat einfach keinen Raum mehr für euch. Monchi, vielleicht müssen wir Mutter Erde um Rat fragen. Mag sein, Mutter Erde. Sie kann uns sicher helfen. Du kennst sie? Dann führe uns zu ihr. Nun gut, wir wollen es versuchen. Komm mit. Was meint ihr hier? Wo kommt ihr her? Bei mir war lang schon keiner mehr. Wir kümmern schon, wie es mir geht, und Hilfe kommt gewiss zu spät. Und so noch Smog Plutonium und Treibhausgase gehen um. El Nino sitzt mir im Genick, wahrscheinlich gibt es kein Zurück. Und eure Tage sind gezählt. Zu lang schon habt ihr mich gequält. Noch kann ich euch ernähren, schützen, doch bald schon müsst ihr tüchtig schwitzen. Und euer Kampf ums Überleben lässt mich ein letztes Mal ergeben. Doch danach laufen meine Uhr nur noch für andere Kreaturen. Und der, der euch erschaffen hat, der hat dann wohl euch Menschen satt. Wie können wir dir helfen? Welche Medizin brauchst du? Welchen Arzt sollen wir dir holen? Wo kommt ihr her aus welchen Landen? Ihr habt doch wirklich nichts verstanden. Kein Arzt und keine Medizin. Nicht Spalt und nicht Penicillin. Nicht mein Befinden ist der Leben. Es geht dabei um euer Leben. Um eure eigenen Schweinereien. Um Geld, Profit, Betrügereien. Nicht lang, dann kommt das Boot zum Kentern. Dann müsst ihr schon die Menschheit ändern. Und fragt ihr euch, was ich dann tue? Ich bin bloß da. Ich bin, hört zu. Thank you.
wollte. Vielleicht können die Musen uns weiterhelfen. Ich rufe mal eben dort an und mache ein Date aus. Wie war nochmal schnell die Vorwahl? 990, dann 4 mal die 7, dann 15 Sekunden warten und dann nochmal das Ganze ohne aufzugehen. Ich weiß ja nicht, was das bringen soll. Ach, lass sie doch, die lieben Tierchen. Ist doch süß, wie sie sich bemühen, uns zu helfen. Auch die Dinge von heute werden aber auch immer komplizierter. Ach, gib mal her. Ihr Igel kommt mit der neumodischen Technik ja überhaupt nicht mehr zurecht. Jetzt lass die Flossen weg. Um diese Zeit müssten ja eigentlich alle da sein. Da liegen alle Künstler noch im Bett. So machen wir das. Ja? Hallo, hier Monty. Wir haben hier drei gesangstechnische Problemfälle. Können wir mit denen mal kurz vorbeikommen? Wie? Nicht zuständig? Was heißt das? Singen ist eine künstlerische Betätigung, dafür seid ihr zuständig. Na also, wir sind gleich da. Tschüssi. Hier hast du dein Handy wieder. Du musst es erst ausmachen. So, liebe Freunde, ab ins Reich der Musen. Ihr müsst euch schon selber küssen.
Aber merkt euch, Musen küssen niemals auf den Mund. Oh, das hat Ärger mit der Gewerkschaft. Küssen verboten außerhalb der Dienstzeit. Danke für den Kuss. Ich fühle mich schon ganz verschwingt. Ob es wohl geholfen hat? Wohl kaum. Es hilft nicht im Traum. Du musst warten, bis wir im wirklichen Leben zu dir gekommen sind. Du kannst dich ja auf der Warteliste eintragen. Oh nein, war der ganze Weg umsonst? Alle Füße tun schon weh. Hoffentlich war ich bald auf. Nein, nicht aufgeben. Wir sind schon so weit gekommen. Wenn wir jetzt aufgeben, war alles umsonst. Genau, nicht aufgeben. Die Sandbären sind noch lange nicht abgelaufen. Wir machen eine kleine Pause. Und dann geht's weiter. Wie es aussieht, dauert euer Traum noch ein wenig an. Ich pack dann schon mal mein Pausenbrot aus. Wollt ihr auch was? Leider könnt ihr uns wenigstens ein bisschen unterhalten. Nun gut, so soll es sein. Thank you.
und bin immer und überall, mitten unter euch, unter allen Menschen. Ich helfe, wo ich nur kann. Aber nicht alle lassen mich auch helfen. Wie machst du das? Wie sieht deine Hilfe aus? Ach, die meisten Menschen sind so beschäftigt. Sie schuppen und rennen den ganzen Tag und wissen nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Aber sie machen ihre Arbeit ohne Liebe, lustlos und widerwillig. Und dadurch ist es eine Belastung, unter der sie fast zusammenbrechen. Wollen sie mit Liebe ans Werk gehen, Liebe zum Detail, zur Natur, zu Mitmenschen, dann werden sie entspannter, geduldiger und freundlicher. Und sie würden trotz ihrer vielen Arbeit wohlfühlen und glücklich sein. Genau, piep, sag ich doch. Ich, die Liebe, kann einen neuen Menschen aus dir machen. Du erträgst alles viel leichter, kennst keinen Neid und keinen Hass. Du achtest den anderen als Mitmenschen, du genügst ihn nicht. Du bist einfach tolerant. Oh Mann, kannst du das auch mit meinen Eltern machen? Bitte. Machen kann ich leider gar nichts. Ich bin zwar da, ja, ich bin ständig da. Aber man muss mich erkennen. Ich bin völlig nutzlos, wenn man mich nicht wahrnimmt. Und ich kann nichts bewirken ohne die Einsicht. Die Einsicht? Ja, ohne die Einsicht geht gar nichts. Manche Menschen suchen mich verzweifelt in Kinos, dunklen Bars und Kneipen. Doch was sie finden, das ist höchstens meine kleine Schwester, die Verliebtheit. Aber die ist launisch und ihre beste Freundin, die Enttäuschung, ist ständig in ihrer Nähe. Die beiden sind heutzutage viel beschäftigt, denn die Menschen verlieben sich ständig neu, heiraten sogar und lassen sich wieder scheiden. Und so weiter und so weiter. Und die Kinder sind die Dummen, wenn die Verliebtheit geht und die Enttäuschung sich breit macht. Die beiden arbeiten richtig Hand in Hand. Ja, die Enttäuschung leistet ganze Arbeit. Und Schuld an allem ist das Kapital. Nämlich das, was sie besitzen und mehr noch das, was sie nicht besitzen. Wenn ihr das Kapital abschaffen könntet, dieses riesige Netzwerk, in dem es sich bewegt und von dem aus es die ganze Welt beherrscht, dann hätte auch ich wieder mehr Chancen bei den Menschen und allen ging es besser. Ja, so ist es. Gewaltige Macht, wir sollen es dorthin führen. Wird es uns überhaupt erhören? Wenn es so mächtig ist, wird es uns sicher helfen können. Ja, können vielleicht. Aber ob es überhaupt an sowas interessiert ist? Vielleicht können wir es ja mit der Liebe zusammenarbeiten. Wie wäre das, wenn... Huch, sie ist weg? Nein, sie ist nicht weg. Aber sie hat alles gesagt. Nun sind wir in der Reihe. Wo ist Alice? Wo sind unsere Helfer? Sie schlafen noch. Los, wir müssen sie wecken. Elvis, aufstehen, komm und schwing die Hüften. Whitney, wir müssen uns helfen. Monty, du fauler Flattermann, wir müssen das Kapital aufsuchen. Das Kapital! Das Kapital? Ohne mich, das ist mir viel zu gefährlich. Ich kündige. Da bringen mich keine 10 und das Elfkörnchen hin. Das Kapital ist mächtig und böse. Es kann alles in Bewegung setzen und alles stoppen. Es ist unkontrollierbar, unberechenbar und gefräßt wie ein siebenköpfiger Hydra, der 7 neue Köpfe nachwachsen, wenn man einen abschlägt. So was Gefährliches steht nicht in unserem Arbeitsvertrag. Quatsch! Stell dich nicht so an, ihr pleite Geier. Wir können dich leider auch jetzt nicht im Stich lassen. Also, auf zum Kapital. Aber wie finden wir es? Das Kapital hat überall seine Finger drin. An der Börse, im Internet, an jeder kleinsten Spardose und auf jeder Bank. Meine Spardose steht neben meinem Bett. Ich könnte im Schlaf mal kurz rüberlangen. Und da steht ein Bank. Hey, get the kitty bed, my pet, I'm off in the
mehr eure Spardose her. Wenn du heute 20 D-Mark einzahlst, dann bist du in 550 Jahren Millionär. Ist das nichts? Wenn du einen Aktien kaufst, bist du noch schneller reich. Zum Beispiel auf schwarze Kotten in der Schweiz. Eine Optionsobligation? Oder eine Super Disagio Dispositionsanleihe. Mit 100-jähriger Pensionsfrist. Und das mit einer Zinsgarantie. Oder das mit einem dynamischen Taschengeldkredit. Ein Dauerauftrag an unser Institut und eine finanzielle Zukunft ist gesichert. Tag, jetzt haben wir euch! Das sind ohne Last die Selbstkranken mit Minderjährigen. Wir verklagen euch oder ihr helft uns. Wir helfen niemandem. Wir machen nur Geschäfte. Entweder ihr helft uns oder wir erschießen den Dachs. Den Dachs? Nein, bloß nicht den Dachs, solange er noch steigt. Wir können euch nicht helfen, so wahr wir Mark Zaster heißen. Wie heißt alle Mark Zaster? Nur noch bis 2002 heißt du nicht mehr Mark, sondern Euro. Und wieso seht ihr alle gleich aus? Weil wir alle das Gleiche wollen, Kapital. Und wenn ihr uns beseitigt, kommt für jeden von uns sieben neue. Das Kapital bekämpfen ist wie Wasser totschlagen, das ein Land überschwemmt. Manche können schwimmen, andere saufen ab. Hä? Den Großen steht das Wasser bis zum Hals, den Kleinen, naja. Könnt ihr uns nicht doch helfen? Das Kapital kann alles bewirken und bewegen. Wir können echt nichts tun, wir machen nur unsere Arbeit. Die Politiker treffen die Entscheidung. Und davon sind wir völlig abhängig. Ja, die Politiker nur. Die haben die Macht, Veränderungen herbeizuführen. Und wir bewegen auch das Kapital. Zum Beispiel nach Schweizer Kopf und nach Belgien. Oder nach Luxemburg. Die Politiker. Da hätten wir auch selber drauf kommen können. Politiker, da könnten wir auch gleich aufgeben. Aufgeben? Nie. Nicht bevor dieser Traum zu Ende ist. Thank you.
wieder danke für Ihre Frau. Sie haben einen Sieger gezählt. Ich bin Deutschlands Kraft für das nächste Jahrtausend. Aber keine Atomkraftwerke, gell? Natürlich werden wir diese grässliche Dinger so bald wie möglich abschaffen. Sobald es sich rentiert. Versprochen. Nun hört euch den an. Verspricht die ganze Zeit Sachen, die er eh nicht halten kann. Und wenn das dann ans Licht kommt, hat er sich wohl versprochen. Ich kann sowieso nicht verstehen, warum ihr mich abgewählt habt und diesen Vaterlandsverräter an die Macht gebracht habt. Von wegen Vaterlandsverräter, darauf du uns doch erstmal, wo wir die Spendenmillionen sind. Ich sag nix. Bei uns wird jedenfalls alles besser. Versprochen, nicht wahr, Hansi? Klar. Wenn meine neue Steuerreform erst einmal läuft, diesmal wird sie endlich gerecht. Die Hauptlast wird getragen von den Superreichen. Den Reichen. Dem Mittelstand. Versprochen. Und wenn meine Außenpolitik endlich die Versäumnisse der Vergangenheit behebt, bei jeder Steuererhöhung bekommt man eine Staatsbürgerschaft seiner Wahl. Versprochen. Mehrfache Staatsangehörigkeit. Und der Stoiber ist das nie gegeben. Ich gehe nach Bayern, da ist man wenigstens noch unter sich. Ich verstehe das alles nicht mehr. Da wird meine neue Bildungspolitik einsetzen. Bald wird jeder alles verstehen. Versprochen. Und was tut ihr gegen Unterrichtsausfall? Der Unterricht muss erst ganz neu koordiniert werden. In Einklang mit der neuen Bundesregierung. Ganz neu, ganz modern, ganz revolutionär. Die Sieger schreiben die Geschichte. Versprochen. Aber unsere Bücher sind alle steinalt. Wir haben ein Latein noch aus dem Jahre 1928. Na und? Die Sprache hat sich seitdem kein bisschen verändert. Außerdem haben wir zu wenig Mathebücher. Und dazu noch total kaputt, sehen sich meins mal an. Gib die andere Hälfte doch einem Klassenkameraden. Und wäre das Mengenproblem auch schwer gelöst. Wollt ihr die Lehrer vielleicht aufteilen? Davon haben wir nämlich auch viel zu wenige. Das Bevölkerungswachstum geht stark zurück. In ein, zwei Generationen hat sich dieses Problem von alleine erledigt. Aber wir brauchen jetzt eure Hilfe. Helfen können wir euch und leider ist kein Geld mehr da. Wir erleben einen geradezu sensationellen Aufschwung. In diesem Jahr werden wir dreimal so viele Börsenspezialisten aufstellen. Wir haben unsere Investition in allen wichtigen Bereichen erhöht. Genforschung, Betriebswirtschaftslehre und Jura. Warum die Jura? Weil wir gerne genug Anwälte haben, um unsere Politik zu verteidigen. Tolle Aussichten. Wozu brauchen wir dann überhaupt noch unsere Stimmen? Um sie abzugeben bei der Wahl. Wenn das Ende naht, musst du doch wenigstens singen können. Was für ein Ende? Ihr wollt doch jetzt wohl noch nicht aufgeben. Wo bleibt denn eure Moral? Moral, genau. Was war das eigentlich schnell nochmal? Ich glaube, die Machenschaften des Kapitals können nur von der Moral gestoppt werden. Diese Marionettenpfeifen hier kannst du absolut vergessen. Und wo finden wir diese Moral? Tja, eine gute Frage. Das ist heutzutage schwer, sehr schwer. Thank you.
genau. Ich bin ja die, ich weiß, ich bin eine Frau. Was ist bloß mit mir los? Ihr habt den Moral Quatsch, wir brauchen dich noch. Hat dich denn keiner mehr lieb? Ich bin am Ende. Man hat mich verstoßen. Man kennt nicht mal mehr meinen Namen. Geld, Geld, Geld. Alle denken nur an ihren Profit, an ein neues Auto, an eine neue Wohnung, an den nächsten Urlaub. Da ist für mich kein Platz mehr. Aber wir kennen dich und wir brauchen dich. Du bist unsere letzte Hoffnung. Hoffnung? Ja, die Hoffnung, die hat's gut. Die hat alle Hände voll zu tun. Aber ich, die Moral, hoffnungslos. Lass das. Selbst wenn du uns wirklich nicht helfen kannst, wir werden uns dafür einsetzen und dafür kämpfen, dass du deinen Platz wieder einnimmst, der dir zusteht. Das wollen wir wirklich versuchen? Ein kleiner Funke Hoffnung. Dann will ich mich noch einmal zusammennehmen. Und ich werde euch helfen. Aber... ich war doch einfach so müde, so unwahrscheinlich müde. Ein anstrengender Tag. Es hat schon keiner so lange mit mir gesprochen. So, das war's also endgültig. Ab nach Hause und aufwachen und die ganze Scheiße geht von vorne los. Elvis, Whitney, Monty, nun sagt doch auch mal was. Wir wissen auch keinen Rat. Es muss uns irgendetwas im Gang sein. Eine Kleinigkeit vielleicht nur. Eigentlich müssten wir euer Problem jetzt schon längst gelöst haben. Wir verstehen das auch nicht mehr. Eure Sandungen sind bald abgelaufen, aber wir können es noch schaffen. Gebt doch mal eure Stationen durch. Und du musst ja die Lösung stecken. Ich gebe auf. Ich bin halt ein Verlierer. Aber wenn man Freunde hat, ist man kein Verlierer. Ihr wisst doch gar nichts von mir. Ich hatte noch nie echte Freunde. Thank you.
Wir stehen dir bei und wir werden dir helfen. Danke, Monty. Deine Worte allein machen mich schon glücklich. Mann, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Und Rätsel lösen war noch nie meine Stärke. Die Liebe. Da waren wir doch schon. Sie wollte uns helfen, John. Die Einsicht, natürlich, sie sagte, ohne die Einsicht geht gar nichts. Ja und? Die Einsicht? Na klar, warum hast du das nicht gleich gesagt? Die wohnt doch gleich um die Ecke. Was? Das fällt dir jetzt ein? War doch bisher nicht die Rede davon, oder? Doch, die Einsicht, die Liebe sprach davon. Da muss ich wohl noch tief und fest geschlafen haben. Piep, 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 da hat er aber gepennt, der alte Stachelpeter. John, du, die Einsicht und die Liebe, wenn das nicht hilft. Sag uns schnell, was wir tun können. Ja, sag es uns schnell. Euch bleibt nicht mehr viel Zeit. Der Sandmann hat 3 Sandkronen hier abgestellt. Wenn sie abgelaufen sind, ist euer Traum zu Ende. Celine, dein ist schon gleich abgelaufen. Bitte, bitte bleib bei mir. Ich will dich nicht verlieren. Liebe Einsicht, du musst uns wirklich schnell helfen, sonst ist es zu spät. Auf dem Tisch liegt ein dickes Buch, in dem sie Tag für Tag die Namen aller Menschen verzeichnet, zu denen ich kommen durfte, bei denen ich für alle Zeit zu Hause sein kann. Das Buch der Einsicht und der Selbsterkenntnis. Aber da steht ja schon ewig kein Name mehr drin. Die Menschen sind blind geworden. Sie sehen mich nicht mehr. Sie wollen mich vielleicht auch gar nicht sehen. Sie haben Angst vor mir. Wir sehen dich auch nicht. Nun gut, damit ihr mir glaubt, soll ich mich auch sehen. Oh, die Einsicht, sie kommt zu uns. Oh, es ist, als ob mehr Licht oder eine ganze Lichterkette aufginge. Du fühlst dich stark, du bist dir dein und klar. Du bist noch ein bisschen
schnell, was wir tun können. Geduld, kleines Fräulein, Geduld. Ich verrate euch das Geheimnis des Buches. Es funktioniert auch andersherum. Wie andersherum? Soll ich es umdrehen? Das sieht auch nicht mehr drin. Schreibt die Namen von Personen in das Buch und sie werden auch in dieser Nacht von mir heimgesucht werden. Aber überlegt gut, jeder darf nur 3 Namen eintragen. Gib den Stift her. Also, der Direktor vom Internat, mein Mathelehrer Herr Schäfer und meine Tante in Wisconsin. Meine Mutter, mein Bruder und der Präsident der USA. Mein Vater, meine Mutter und Celine. Was soll ich denn einsehen? Dass ich dich lieb habe. Ich glaube, das weiß ich schon. Ja, jetzt in diesem Traum. Aber ich möchte dir gerne bald begegnen. Und dann sollst du sofort einsehen, dass du zu mir gehörst. War mir ein Vergnügen. Aber ich habe jetzt zu tun. Wiedersehen. So, gleich gehen wir euer Bäcker und ihr seid weg. Schade. Hat aber Spaß gemacht mit euch. Mal sehen, wer nächste Nacht zu uns kommt. Du oder du vielleicht. Wenn ihr bei uns bei Agentur anruft, sagt ihr einfach, ich will von Whitney betreut werden. Quatsch, von Elvis natürlich. Von Monty mir zu wohl. Von Elvis. Von Monty. Von Elvis. Von Monty. Von Elvis. Von Monty. Von Elvis. Von Monty. Nein, ja. Nein, wie bist du schon, was wir zu tun haben?
Elvis, ich danke dir. Du warst ein prima Helfer. Ich hoffe, es geschieht auch so, wie die Einsicht es sagte. Whitney, vielen Dank. Gleich heute liegt ein Lied. Nur für dich. Monty, mach's gut. Ich schicke dir nächsten Tag mein Kanusäcken vorbei, damit du deine Figur halten kannst. Die Sandproben sind gleich abgelaufen. Ein letzter Hüftschwung und dann sind wir weg. Ich habe übrigens in diesem komischen Buch zuerst nochmal eine Seite zurückgeblättert. Es kann also sein, dass wir den letzten Tag noch einmal erleben. Oh nein. Leb wohl, und auf Wiedersehen, John. Wir werden uns begegnen. Ich weiß es genau. Ich sehe dich im Traum vor mir stehen. In einem Vergnügungspark. Papa! Was ist denn, mein Junge? Hast du schlecht abgeschnitten in der Mathearbeit? Ja, eine 5. Zeig mal her. Junge, was hast du denn da gemacht? Hättest du vorher was gesagt, hätte ich mit dir für diese Arbeit geübt. Soll ich dir bei der Berichtigung helfen? Diese blöden Steuerhinterlagen können warten. Habt ihr Hunger? Kommt erst was von den guten Lachsstücken. Aber unsere Gäste? Denen habe ich abgesagt, die sollen sich ruhig mal ohne uns vergnügen. Die wollen sich außerdem sowieso nur bei uns durchfressen. Du hast recht. Und Karin schaut mich in letzter Zeit an, als wollte ich sie mich verschlingen. Ja, und Gerd fuhr mit den ganzen Abend an mir rum, als wollte er mit mir bummeln gehen. Wird schon, ist was. Zeit wegen den Lackfarben, den er mir den Gulli knüpft. Gut gemacht, Papa. Ich muss jetzt wohl noch mein Zimmer aufräumen und Klavier üben. Das lassen wir heute mal ausfallen. Heute ist Familientag. Wollen wir was zusammen unternehmen? Gute Idee. Fahren wir doch in einen Vergnügungspark. Gildo hat endlich eine Familie. Celine und John, ob sie sich wirklich im Vergnügungspark wieder treffen werden. Ob der Präsident der Vereinigten Staaten... Nein, das interessiert mich jetzt weniger. Eher, ob die Kinder wieder singen können und ob ich bald mal wieder einen schönen großen Männerchor dirigieren kann. Und ob du dann vielleicht mitsingst oder du. Hast du Töne? Kannst du singen? Dann sing einfach mit. Hier und zu Hause und überall, wo es dir Spaß macht. Und es wird Spaß machen. Thank you.
Nur erklärende Worte zum Antal. Antal ist einer derjenigen, die die Regie geführt haben und mit auf der Freizeit gewesen sind und ist der Schwarm aller Mädels zwischen 10 und nach oben unbegrenzt. Meine Freundin sitzt im Publikum. Schwarm. Ich hab Schwarm gesagt. Und natürlich Dieter Schäfer, der immer noch Dieter Schäfer heißt und nicht Dieter Schäfer-Bettin. Es hat seine Gründe rechtlicher Art. Ich möchte darauf hinweisen, im Programmheft steht Dieter Schäfer-Bettin. Das hat urheberrechtliche Gründe bei der Musik. Aber es ist weiterhin Dieter Schäfer, der, sagen wir mal, alles gemacht hat. Regie. So, und wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Und wenn Sie meinen, Sie sollen das auch mitbekommen, was hier gemacht wurde. Sie haben gemerkt, hier wurde ein Video gedreht von einer Firma. Sie können sich eintragen am Ausgang, dann wird das Video Ihnen dann auch zugestellt, beziehungsweise über das Sekretariat der Anne-Frank-Schule. Des Weiteren soll eine CD gepresst werden mit allen Liedern. Also Sie können sich am Ausgang eintragen. Und ich denke, Ihr Applaus hat es gezeigt, vielleicht eine Zugabe? Jawohl! Oder?